Hallo und herzlich willkommen zurück bei Life is Strange 2. Beaver Creek, Oregon, eine Woche später. Hey, die wohnen da schon eine Woche lang. Cool. Ich glaube, Mexiko ist gestrichen bei denen. I could sleep all day long in this bed, but I'm way too hungry. Na, kein Wunder, wenn man vorher im Wald gelebt hat, ne? Zum Frühstück nach unten gehen. Immer noch die Decke, Night in the Forest und eine Wasserflasche. Okay. Habe ich in einem der Schlafzimmer gefunden. Jetzt habe ich endlich Zeit für Lesen. Ja. Aber... dass die Polizei nicht hier auch vorbeikommt und guckt. So, wir sind hier runter, dann da runter, okay. Irgendwas Neues hier? Ich glaube, das ist eine... Ich blätter dich nur einmal so durch. Ja, kleine Trüffel. Die arme kleine Trüffel. Genau, das Bild haben wir ja gemalt. Sehr schön. Oh, mit Farbe sogar. Ah, hier genau, das Kreuz, ne? Sorry, Welpe. No. Na, der Elefant. Na, so. Ich glaube, das ist der Visa. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Roger? Ich weiß es nicht mehr. So. Eieieiei, was ist denn da los? Daniels Inventar. Ach so. So hat der so eine komische Puppe. Dämonenblondine. Viel zu gruselig. Eieiei, okay. Das passiert, wenn Jungs mit Puppen spielen. Eieiei. Okay. Und, was ich jetzt festgestellt habe, also letztes Mal schon, Papas Bild. Oh, überall Papas Bild. It's cool. Claire dug this up for us. That's such a baller in his suit. Ah, schön. Claire ist auch die Dame, die bei Captain Future nach dem Jungen gesehen hat. Man. I miss that dirty little dog. Oh, so yeah. Much more than I thought I would. So, Würfel. Warenschützer. Die spielen Zug. Holzblöcke in Daniels Tasche. Achso, okay, beenden. Da waren wir gerade schon drin. Weltall-Spielzeug. Okay, ich glaube, wir gehen essen. Get dressed before you go, dude. Oh, okay. Claire thinks breakfast is like a job interview. Can't believe we actually spent a month out there by ourselves and survived. Pretty badass. Ich wollte eigentlich hier die Klamotten. Wo? Ach, hier sind Schlafanzug. Daniel looks like a total thug in his new pajamas. Wo? Ach, hier ist meine Kleidung. Ich hab die nicht gesehen. Anziehen! All right. I'm allowed to go out now. Sean! Finally. Ah. Sean, are you awake? Breakfast's almost done, so come down when you're ready, okay? Okay! Ah, nicht Richard, Stephen hieß der, genau. So careful, Chief. You're going too fast. We have to! We're late on schedule! Yeah, but we're gonna scare the passengers away. Oh, wie cool. I don't care. Faster.
What's up? Ah, look who's here. But you're too late for the 9:15 express. It's okay. I'll take the next one. It will leave after breakfast. Don't be late this time. I won't. Richtig cool, ne? So Modelleisenbahn. Gut, ich hätte die Geduld dafür nicht, aber ich finde das schön. Ich finde das ganz aboard. Cool. Okay, was kann man hier oben noch anstellen? Und wir gehen einfach frühstücken, ne? Badezimmer. Können wir uns auch irgendwie noch herrichten ein bisschen? Zähne putzen und so? Better not sneak in. Ach nein, they won't like it. Ich verwechsel immer Bedroom und Bathroom. Ich bin so ein Trottel. Hier ist das Bad. Entschuldigung. Warum, weiß ich nicht. Warum ich da immer alles verwechsel, ich habe keine Ahnung. Also können wir uns hier Waschbecken, Gesicht waschen, komm. Oh, man. How did we survive for weeks out there with no hot water? Ja, gute Frage, ne? Zahnpasta, das können wir alles nur ansehen. Ich glaube, wir wissen, für was eine Zahnpasta gut ist. Haltegriff. Das sind auch nicht mehr die Jüngsten, ne? Medizin, Handtücher, gut. Dann gehen wir jetzt runter. So much traffic in town. Do we have enough fuel? Well, this engine runs on charcoal, Chief. Ooh, that's true. And we have a ton of it. Okay, da wird gespielt. Wo ist denn die Küche hier? Oh my, look who's awake. Good morning, sleepyhead. It's that bed. Feels like... Oh nein, ich wollte nicht. Nein. Daniel, breakfast time. Your brother is ready. Grandpa, show me a Bob Star. Steven, your grandson needs to eat now. You can show him the boxcar later. I love how they're getting along. Do you need help or anything? Oh, don't worry. I can do this in the dark. But thanks for the offer. All right, all right. Are you boys done playing? We had an express delivery with the passengers. But the engine broke down. Yep, has to go straight to the workshop. Good. No trains in the kitchen, remember? Gotcha, Chief. Choo-choo! Da werden erwachsene Männer zu Kindern, das finde ich schön. Sugar. He can fix his trains, but not my kitchen. Did I make enough? Everything's okay? It's great. As usual. You're the best cook ever. Looks like you're getting cozy with this new country life after all. Yeah. It's nice to be far away from everything. Feels like we're the only ones out here. Well, that's exactly why we love it. It feels safe. Unlike the big city. I get it. I like it. It's cool here. Well, bless your soul. You'd get along good with our neighbors. We try to lend a hand. Like to Charles next door. He lost his wife, and things have been hard on him and his son. He would just get lost in Seattle. But we're all taking care of him here. How old is his son? I think he's your age. Ooh, cool. Nein. Stop it, you crazy? Hey, what's going on back there? Nothing.
Oh, and I thought Steven was a fast eater. Hey, Grandma, I wanted to ask you something about that locked room upstairs. I told you there is nothing to see in it, Daniel. Why were you in it this morning, then? Because there's a lot of old junk in there. And besides, it's not safe for you to explore, okay? But we'll be fine. Stimmt von der Tochter, die abgehauen ist. Why don't you go explore outside? You sure look like you're getting better. Get some fresh air. I'll wait for Sean, and then we'll go. We won't be loud. Promise. But be careful nobody sees you. Stay in the back, okay? Maybe you should tell him that it was Karen's room. It's just a room now, Sean. Nothing to see. Also immerhin von seiner Mutter, auch wenn er die gar nicht kennt, aber es ist seine Mutter. Und ich weiß nicht, das war nicht gut. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Also mit der Fähigkeit. Daniel needs that. He doesn't know anything about her. I know, poor thing. But his mother isn't in there anymore. So nobody goes in the room, okay? I'm serious. Did Mom ever contact you? She only talked to Dad a few times. Then she was gone. Yes, she was. You know, Sean, I don't really want to talk about this anymore. It's over. Anyway, you have to respect my rules under my roof. Okay? Of course. Always. I appreciate that, Sean. Now you better go find your brother. There's a shed with some old toys outside. I'll bet Steven has the key. Danny, old freak. Thank you. Stell ich mir auch hart vor, wenn die eigene Tochter, ne, einfach abhaut und keinen Kontakt mehr auch zu den Eltern hat und man weiß nicht warum, wieso, weshalb. Das ist schon komisch und hart. Rezepte. Hier, gucken wir. Hausarbeitenliste. 5x4? 36? Hold on. Hey, Mr. Pout. What's going on? Why do I have to do homework when I'm not even in school? I don't know when Daniel will be able to go back to his school. I get why they love their town so much. Wenn man so nah dran steht, dann wählt er nichts aus. Das finde ich nicht gut. Weil dann will er irgendwie mit dem interagieren und das war jetzt gerade blöd. Auch schade. Shoot. I don't know. Das ist immer ein bisschen doof von der Steuerung her, aber sonst alles gut. So. Think I need a handy assistant. Can you hand me the glue in the cupboard behind me? Whoa! Careful. Sorry, I forgot. That thing isn't too stable. Let me just... Okay. Sorry. My fault. Your grandmother keeps telling me, but I'm a lazy old man. Hey, can you close the door? I want to talk for a second. Oh. Der Schrank sieht ja cool aus. It's the power cable, of course. Yeah, it happens all the time. So, listen, noticed things with Daniel. You know what I'm talking about, don't you? Ich bin ja eigentlich immer für die Wahrheit, deswegen
sage ich ihm die Wahrheit. Lieber so an... Ich habe zwar an dem Tisch jetzt Ding reagiert und dann gesagt, er soll aufhören, aber wenn man darüber redet, vielleicht verstehen sie es. Und wenn der ja schon ein bisschen... Ich sag die Wahrheit, es ist ja doch meistens das Beste. Yeah. I do. But how the heck is that possible? I mean, he can... Well, you know more than me. Not really. It started in Seattle after... Everything happened. I wish I could explain, but that's how it is now. And we have to live with it. I really don't know what to think. He needs a doctor. Or something. Then I'd probably never see him again. Yeah, I get it. He needs you. More than anything else. And by the way, let's keep this between us. Claire has a lot of strong beliefs. She wouldn't understand. She adores Daniel. And just wants both of you to be safe and happy. What I'm trying to say is, maybe you should stay here with us. I know you boys plan to run to Mexico, but... Puerto Leo Lobos. Also ich glaube, ich kann es mir halt auch nicht vorstellen. Ich meine, er ist 16, er hat einen, ich weiß jetzt nicht, 10, 11-jährigen Bruder. Die schaffen das doch niemals nach Mexiko, oder? Allein irgendwie, ich würde schon vielleicht sagen, hier bleiben wäre vielleicht echt eine Option, oder? Man weiß aber nicht, wie die Cops dann reagieren und ich habe keine Ahnung. Thanks. Maybe we could, but why not? I know, being out here in the sticks with us old farts isn't exciting, but this is your home now. It's cool. Kinda different, but I just don't want you to get into trouble because of us. It's dangerous to be on the road. Do you think your father would have wanted this for his kids? Of course not. But everything's different now. I know. I know. Well, just think about it. But don't torture yourself. I will. Hey, Claire said you had the keys for the tool shed? Oh, sure. Here. You guys enjoy the sun. And be careful with that shed. It's probably a mess inside. Thanks. Na, wie cool. Okay. It's good to see you in my lair. You know, you were afraid to come in here as a kid. Really? Why? No idea. But you're a big boy now. You can take a look around. I won't eat you. Cool. Ja, ich finde das cool, wenn ne, Obi sprechen. Disco-Kugel, jawoll. Na, warst du feiern immer, Obi? How come you have a disco ball? Are you, like, throwing parties and stuff? No, this is a souvenir, you know? I actually met your grandma during a disco night. Believe it or not. For real? That's so cool. She was such a good dancer. We danced the hustle. And I knew I was going to marry that woman. Aww. By the way, I have no idea what you're talking about, but it sounds so very cute. Well, I'd show what it is if only these hips allowed me to. Oh, richtig cool. Man, who did this? Oh, it was our neighbor's son, Chris.
Yeah, I helped him and his dad build that treehouse. Why are you holding a fire sword? I'm not sure. You know, that kid sure has an imagination. Na, weil ne, Steven ist der Held von dem Captain Future. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Junge hieß. Hm. Okay, ja, dann gehen wir mal raus. Oh, there you are, Sean. Got the key? Hey, I have to go out and run some errands. Can you do me a big favor? Do you know how to work a washing machine? Since I was about 8. Of course. Can you throw in yours and your brother's clothes after the next load? They're in the bathroom basket. Totally, yeah. No problem. Thank you so much. Feel free to start tidying your stuff, too. It's good for the health to keep a house clean. Definitely. Daniel can help. Ah, and remember, for your own safety, no phone and no internet. I know, boring rules. Don't worry, Claire. Das ist aber gut. Hey, Daniel! There's work for you. No. I'm busy. Busy my ass. Come over here. You gotta find me first. Okay, Daniel, ich finde den so cool, den Bruder, ne? Ich finde den so cool. Beziehungsweise beide. Ich finde beide total knuffig. Okay, oh, ich glaube, Claire malt. Sehr schön. Also, Daniel. Spielzeug. Aufräumen. Naja, ist nicht wirklich aufräumen, aber gut. So. Flaschenschiff. Liebesromane. TV. Ich würde gerne mehr aufräumen. Oh, hier die ganzen Kabel. Das sieht ja fast aus wie bei uns. Ein Buch. Kann man das auch aufräumen? Aufräumen. Tried one of Claire's books yesterday. It's basically a telenovela with white old women. Stift. Können wir den auch nie ansehen? Okay, Stifte. So. Daniel, wo bist du? Aquarium. Hier drin, Toilette. Ich glaube, da war, ne? Da war nach Daniel suchen. Hey, have you seen Daniel? He's hiding somewhere. Running away from chores. I can relate. Sorry, Sean. He's not in here. I swear. Yeah. Well. Thanks. Na okay, da ist er nicht. Wahrscheinlich dann oben vielleicht? Hm, habe ich schon genug aufgeräumt? Warte mal, Brettspiel können wir doch auch aufräumen, oder? Aufräumen! Na, weil ja, wir respektieren die Regeln von Claire See natürlich. You tonight, buddy. So, Papier anschauen. Oh, wer hat da gemalt? Claire can draw pretty damn good. Kleiner Waschbär. Guess it runs in the family. Oh, warte, behalten. Ja, komm, das tun wir behalten. Ich glaube, das hat Daniel gemalt, oder? So wie der das gerade gesagt hat. Okay, nee, das können wir nur ansehen. Okay, ich glaube, dann gehen wir mal kurz nach oben. Schauen, ob der sich oben versteckt. Und die Wäsche, ne? Müssen wir auch noch gucken. Nein, der hat da nicht jetzt alles hier... Oder war das vorher schon so schmutzig? Ich weiß es nicht. Bilderrahmen ansehen. Wieso ist der so schief? Gee. Don't know why crooked frames stress me out like this. Ich kann nicht da verstehen. Das ist irgendwie nicht okay. Okay, müssen wir noch... Guck mal hier, wo waren die Waschmaschine? Nee, die war unten dann, oder? I know you're in there. Gotcha! Oh. Come on, get your butt out. Okay, okay. No more hiding. Seriously. Okay, okay. What do I have to do?
You tidy the mess in our room, and I take care of the laundry. Cool? Yeah, sure. It sucks. I know. Thanks. Ich glaube, der macht's mit seiner Fähigkeit wetten. Okay, wir haben. Wo ist jetzt die Wischwaschmaschine? Ist die unten? Ich sag dann schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.